Fettman! So, da ist er wieder, euer Fitness-Guru. Willkommen zurück bei von Unfit zu Unfett. Ich habe nichts vorbereitet. Oh, fuck, aufhören. Prost. Nichts vorbereitet, darum erzähle ich euch einfach irgendwas aus meinem Leben, damit ich nicht nur laufen muss, sondern auch das Gefühl habe, was zu tun. Ich habe, als ich 18 war, an der Tankstelle gearbeitet, also vor ungefähr 50 Jahren. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es da ein paar lustige Geschichten, die erzähle ich aber nicht, sondern andere. Zum Beispiel kam einmal eine Frau rein, nahm zwei Wasserflaschen raus. Laufen und reden ist anstrengend. Achso, Kilometer 1. Wir laufen eine andere Strecke, bin im Wald. Auf jeden Fall hatte die eine Flasche oben eine größere Luftkammer, weil sie eben anders geformt war. Waren aber beides 1 Liter. Schmeißt sie die eine Flasche verärgert in die Ecke und sagt, ich lass mich doch nicht verarschen. Ich nehme die, da ist ja viel mehr drin. Gut, klingt durchaus logisch. So, Kilometer 2. Ich glaube, ich hätte mehr essen sollen. Naja, Waldluft tut gut. An der Tanke arbeiten. Eigentlich ziemlich cool, wenig zu tun. Chefwagen ist in Ordnung. Aber eigentlich ist Sonntagabend, weiß ich nicht, um 11 oder halb 11 oder so, gehe ich raus, bringe Müll weg, den Typ vor mir, da putzt einen Pulli, irgendwas vor das Gesicht gezogen. Dann macht hier, so, kriegt er Geld her. Ich dachte, das ist ein Kumpel von mir, will nicht verscheißern. Dann dämmert er es mir, dass ich die Stimme nicht kenne. Ja, bin ich reingelaufen mit dem, hinter die Kasse. Irgendwas eingetippt, dass die Kasse aufgeht, habe ich natürlich vertippt. Der meinte, ich mach dich gleich Platz. Sag ich, ja, ja, die Kasse dann auf. Und hab dann das Bargeld rausgeworfen. So auf den Tisch, auf den Tresen. Dann war das so verstreut. Ich ihn gefragt habe, ob er eine Tüte will. Meinte, ja, ja. Ich bück mich, hol eine Tüte, steck das Geld ein. Und er verschwindet. Kilometer 3, es geht endlich wieder bergab. Okay. Ja, wo war ich? Typ nimmt die Tasche und verzieht sich. Ich habe leider nicht schnell genug geschalten und bis was für mich abgezwackt. Sehr ehrlich auf Kamera. Außerdem bin ich ein ehrlicher Mensch. Und wo wir schon bei ehrlich sind, ich gebe es zu, ich habe abgenommen. Aber nur 1 Kilo. Und das hole ich auch wieder auf. Also keine Sorgen. Ja, ich stand erstmal da hinter der Theke. Ach, kam danach noch ein Kunde rein. Keine Ahnung, was der wollte. Ich habe nur angeblafft, dass er raus soll. Bisschen konsterniert geguckt, aber jetzt geht's aber steil bergab. So wie meine Karriere als Rugby-Spieler. Immer schon. Von Minute 1 immer nur bergab. Nur bei denen gibt's nicht. Ja, ich schließe die Tür ab, rufe den Chef an. Oder erst die Bullen, ich glaube erst die Bullen. Ja, ich habe erst die Bullen gerufen und die anderen anmarschiert. Sind dann mit mir ein bisschen rumgefahren und haben noch in den üblichen Ecken nach dem gesucht. Der Tanke war natürlich dann abgeschlossen. So, Chef habe ich angerufen. Er kam dann auch. Wenn ich mit dem Bullen im Auto sitze, erzählen die munter von einem Dönerladen, wo Geld gewaschen wird. Da dachte ich auch. Brauche ich nicht mehr unbedingt hin. Haben wir natürlich nicht gefunden, den Typ. Und zurück zur Tanke, wo der Chef schon wartet. Der natürlich schon besorgt. Oh, und alles in Ordnung bei dir und bla bla bla. Dann meint er, oh, zum Glück ist dir nichts passiert. Der letzte, den sie überfallen haben, den haben sie voll verprügelt. Aber dann nach ewig im Krankenhaus. Hab ich so gedacht. Danke, Mr. Einfühlsam. Der hat mich dann heimgefahren. Das Allerschlimmste war. Und es ist nicht gelogen. Und ich war da nicht für den Einkauf zuständig. Ne? Wir hatten kein Bier mehr im Haus. Keinen einzigen Tropfen. Das ist ein ganz schönes Trauma. Das muss ich noch lange verarbeiten. Kein einziger Tropfen Bier. Klar, Schnaps, aber. Total Distance, 4 Kilometers. Ja, normal kam ein Typ zu mir rein, legt so ein paar Sachen hin und sagt, tun Sie mal bitte so, als wäre das ein ganz normales Verkaufsgespräch. Ich so, hä? Was? Nicht gerafft. Hab einen ganz normal eingescannt. Sagt, was weiß ich, 5,83 Euro. Ich meine, nee, das ist Drogenfahrer in Zivil. Beobachten da gerade jemand. Einziger Tropfen Bier. Kilometer 5. Völlig fertig. Scheiß Waldlauf. Hier gibt es einen Elektrozaun. Vielleicht hilft das ja. Ah, ist glaube ich aus. Alter! Was zum Geier halten die da drin? Raptoren? Du hast mein Handy aus der Hand geworfen. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Ich kann mir noch eine Geschichte erzählen. Kilometer 6. Es
ganz schön schön hier. Zeig's euch mal. Doch nicht so schön. Kilometer 6,5. Mal gerade kacken. Hab doch genug gegessen, doch. Trotzdem Hunger. Kilometer 7. Oh Gott. Geht echt langsam die Puste aus. Ich laufe ja weiter. Ich gerne an meinem erbärmlichen Weg teilhaben lassen. Nur damit ihr euch besser fühlen könnt. So bin ich. Selbstlos, schön und bescheiden. Hatten wirklich keinen einzigen Tropfen Bier mehr im Haus. Das ist nämlich mein Vater heute noch übel. 8. Kilometer 9. Puh. Ich bin vor, ich glaube, es war im Jahr 1704 einen Marathon gelaufen. Da war ich nur 80 Kilo leichter. Die letzten 5 Kilometer da haben sich ungefähr angefühlt wie das jetzt. Och. Ja, fast habe ich es vergessen. In diesem Video hat sich ein unglaubliches Verbrechen eingeschlichen. Der Erste, der es errät und in die Kommentare schreibt, kriegt nichts, aber mach's trotzdem. Das Verbrechen hat natürlich nicht wirklich stattgefunden. Das sah nur so aus, würde ich nie zeigen, wenn es echt wäre. 10,3 Kilometer. Batman!